Natürlich ist er jetzt nicht gesprungen. Aber wir kommen hier vielleicht auch so hoch. Hey, tatsächlich. Wow, lag! Boah. Wir sind oben! Ha, wir sind oben! Und es gibt hier nur Schafe. Das ist doch ein Witz. Wir sind hier auf einem extremen Berg und es... Wieso ist es auf dieser Seite eigentlich so leicht, hier rumzuklettern? Wir sind hier auf einem extremen Berg und es gibt hier nur Schafe. Wir sind auf der Spitze eines extremen Berges und es gibt hier nur Schafe. Und demnächst auch gleich Monster. Was nicht wirklich gut ist. Und das ist schon ein Zombie. Aber keine Lamas. Da ist ein Creeper. Wieso gibt es hier Schafe und keine Lamas? Schafe? Schafe? Schafe und ein Skelett? Hühner, aber keine Lamas. Wir sind doch auf... Wo sind wir denn? Extreme Hills, tatsächlich. Steht sogar da. Wir sind hier bei extremen Bergen, die zuvor noch nie gespawnt waren. Diese frisch erstellt wurden. Und es gibt hier keine Lamas. Das Spiel will mich doch verarschen. Erst die ganze Zeit keine Lamas bei den Savannen-Hochebenen. Jetzt die ganze Zeit keine Lamas bei den hier bei den extremen Bergen, obwohl sie hier sogar häufiger sein sollten. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und zu mehr, auch mit mehr Tieren spawnen. Und trotzdem nichts. Nur Schafe und Hühner. Das ist doch ein Witz, oder? Das ist gleich gar kein Tier. Wir gehen jetzt mal hier hoch kurz. Vielleicht sind ja doch welche hier oben. Nein. Halt, was war das? Auch nur ein Schaf. Was war das? Das war jetzt entweder eine Musik oder ich habe einen Lama gehört. Eine Kartoffel. Cool. Ich hoffe, es war ein Lama. Denn da links ist eine Ebene und da könnten wir super gut weiterkommen. Kühe, Schafe, Hühner, aber keine Lamas. Da kommen wir, glaube ich, gut raus. Wir sind immer noch in Extreme Hills, oder? Ja. Was? Eisenbahn war das, glaube ich. Sehr schön. Schaf. Also offenbar war es vorhin in der Musik, denn ich habe immer noch keinen Lama gefunden. Das kann es doch nicht sein, dass hier in den ganzen extremen Bergen nicht ein einziges Lama ist. Ich meine, hier müssten mindestens vier sein. Kühe.
Schafe, Hühner. Schafe, sehr viele Schafe. Schafe. Boah, du hast mich gerade erschreckt. Okay. Ich glaube, da ist nichts, deswegen gehen wir mal in diese Richtung weiter. Au. Es werden hier doch wohl irgendwo Lamas sein. Bitte. Lol. Eine Spinne gibt's ja auch. Auf den Bergen gibt's Spinnen, aber keine Lamas. Keine Lamas. Was soll der Scheiß eigentlich? Und wie komme ich hier jetzt runter? Da vorne gibt's einen Weg runter. War ich vorhin schon? Ich bin nämlich eigentlich darüber. Wieder nur Schafe und Hühner. Ein schöner Wasserfall. Kann ich da irgendwie runter? Nach Lava sitzt ja auch noch. Ja, Lava. Das traue ich mich nicht, das traue ich mich nicht. Da kann man gut runter. Au. Nein, da lieber nicht. Schwimmen wir mal den Wasserfall hoch. So, ich hoffe, da oben ist jetzt nicht. Na toll. Sitzt da nicht irgendwie ein Monster oder so? Ey, ich will da hoch. So. Hühner. Und gottverdammte Schafe. Wieso müssen es Schafe sein? Wieso können es nicht Lamas sein? Der Zug erschossen. Tja, das war's jetzt dann mit den extremen Bergen. Aber in den ganzen extremen Bergen nicht ein Lama. Das ist doch ein Witz, oder? Nicht ein Lama. Kein einziges. Und wo sind wir denn? Minus 300.000 und minus 1.200. Wir müssen immer noch weiter in diese Richtung. Na gut. Gehen wir mal. Sind wir dann im Fichtenwald? Tausende von Schafen, aber kein einziges Lama. Das ist doch ein Witz, oder? Als ob wir hier schon mal waren, aber wir waren hier ja noch nie. Mann. Mit Gringo und Nektura? Also, wir sind ja noch nie wirklich hier gereist, außer damals mit Gringo und Nektura. Aber das war ja Richtung Osten.
Nordosten, glaube ich sogar. In eine komplett andere Richtung. Tyrion war schon mal hier in der Nähe. Oh. Vielleicht war es das, weil Tyrion war, ist schon mal in diese Richtung gegangen. Vielleicht sind wir jetzt bei Tyrons. Da, wo Tyrion mal war. Und Tyrion hat aber nicht mehr gespielt, leider, seit ich abgedatet habe. Das heißt. Das heißt, wenn wir Pech haben, ist das alles von Tyrion hier bereits erstellt worden. Und dann ist es klar, dass hier keine. Uahaha. Keine Lamas sind. So, ich glaube, hier sind nochmal extreme Berge. Das finde ich toll. Ja, wieder extreme Berge. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Schafe. Also, das ist die einzige Vermutung, die ich habe, dass wir irgendwie Tyrons Pfad gefolgt sind. Oder auf Tyrons Pfad gekommen sind. Wobei ich keine Ahnung habe, wie das passiert ist, denn er hatte. Ich habe seinen Pfad auf der Overview Map mal angesehen und er hat tatsächlich keinen Dschungel gefunden. Damals. Er hat tatsächlich am Ende seines Pfades, ich weiß nicht, wie weit er das noch erkundet, ein Lama! Ein Lama! Aber nur eines. Wo sind die anderen? Da! So. Das müsste jetzt auch folgen. Oder auch nicht. Da ist noch eins. Das sind Schafe. Drei. Ich schau nur mal um. Es sollten eigentlich mindestens vier sein, aber der Rest ist wahrscheinlich einfach runtergefallen und gestorben. Oder perfekt getarnt. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Ah, doch vier. So. Also wenn man einen Lama dran hat, dann sollten die eigentlich folgen. Ja! Du solltest jetzt eigentlich auch folgen. Ja, jetzt folgt er uns. Bis zu 10 damals folgen, glaube ich. So, und jetzt gehen wir aber. Also wir haben Glück, wir haben hier 4 Lamas gefunden. Die würde ich gerne alle mitnehmen. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Mit denen gehen wir jetzt nach Hause. Wir gehen doch nach Hause, oder? Ja, Süden. Richtung 00 müssen wir jetzt wieder. Das heißt, wir müssen jetzt 1500 Blöcke nach Süden. Nach rechts, glaube ich. Und 3700 Blöcke nach unten. Mammutaufgabe. Ich hoffe, ich habe genügend Speicher. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht, wie viel Speicher ich habe. Ich hatte nämlich mal wieder nur 200 GB frei, weil ich die ganzen Folgen noch nicht auf die externe Festplatte getan habe, weil ich eher in letzter Zeit eigentlich immer nur an dem PC arbeite oder eben am Speicher ausräumen bin. Und ich habe aber tatsächlich im Zuge dessen, dass ich halt am PC arbeite, habe ich. Okay, das ziehen wir mit, die nicht, da müssen wir warten. Habe ich schon Spiele gelöscht, die ich nie let's played habe, wo ich nie richtig gespielt habe, die ich eigentlich nur wegen anderen
installiert habe und die mir teilweise selbst nicht mal richtig gefallen haben. Habe ich schon gelöscht. Unter anderem habe ich auch ein Spiel gelöscht, das hat fast eine halbe Stunde gedauert zum Löschen. Das war Ark. Survival Resolved. Das habe ich mal wegen Serena installiert. Das hat aber bei mir am PC nie wirklich funktioniert. Also wenn ich Glück hatte, hatte ich mal 15 FPS. Das war ungefähr so wie mit Shopkeep. Nur dass Shopkeep tatsächlich zum Schluss ein schlimmer war, muss ich gestehen. So. Lass meine Lamas in Ruhe. Süden, sehr schön. Sehr schön ist das. Ich habe nur Angst, wenn es Nacht wird. Toll! Haha! Ich habe Angst, wenn es Nacht wird, dass dann die ganzen Monster kommen und die Lamas töten. Das sind die extremen Berge wieder. Sehr toll. So, hier geht es eigentlich immer nur geradeaus. Das heißt, da sollte es keine Probleme geben, dass die folgen. Und Ark, ich habe es halt gelöscht, weil ich habe es seit knapp 2 Jahren nicht mehr gespielt. Ich habe das halt immer nur mit Serena gespielt und es läuft halt auch nicht wirklich am PC und ich habe keinen Offline-Spielstand angefangen. Das war alles auf Serenas Server, also habe ich es gelöscht. Und hat, wie gesagt, eine halbe Stunde gedauert. Es kam auch fast täglich Patches. Fand ich auch echt geil. 2 Jahre lang fast täglich Patches. Und also Updates auch vor allem. Patches, Updates, wie man es nennen will. Wo ist das vierte? Da oben ist, kommt das vierte. Jeder sucht seinen eigenen Weg. Und ich weiß halt nicht, wie viel Speicher das weggemacht hat. Also ich glaube, ich habe so um die 50 GB Speicher frei bekommen. Vielleicht sogar noch mehr, keine Ahnung. Ich habe doch ein paar viele Spiele gelöscht. Ich habe auch Skype wieder gelöscht. Aber ich glaube, dass das höchstens 1-2 GB waren. Wieso brennst du nicht? Brenne! So. Jetzt kommt eine angenehme Reise. Richtung Süden. Und da ist das Osten. Muss ich Osten? Ja, ich muss Osten. Dann gehe ich mal ein bisschen Südosten. Sind doch alle da? Ja, sind doch alle da. Zu diesem Wald da oder gehe ich um ihn drum? Keine Ahnung. Ich räume halt meinen PC, den alten PC, räume ich langsam auf, damit ich dann auch die ganzen Daten und so alles hier alles durch, welche Programme ich installieren möchte, welche Spiele ich installieren möchte. Und welche Daten ich vom alten PC an den neuen mit rüber schicken möchte. Und dabei lösche ich halt auch einiges. Und das heißt, es kann sein, dass wir, ich hoffe, der Speicher reicht. Das hoffe ich. Da müssen wir jetzt mal kurz warten. So. Oh, 4 Lamas, das ist saugeil. 4 Lamas, Leute. Ja, ich glaube, aber es wird langsam dunkel. Gefällt mir nicht so. Ja, es wird langsam dunkel. Und wir sind noch 3000 und 1400 Blöcke entfernt. Ich weiß gar nicht, wie viele Nächte wir überhaupt für die Herreise gebraucht haben. Wir werden für die Rückreise garantiert mehr brauchen. Vielleicht sogar doppelt so viele.
glaube, wir haben 4 oder 5 Nächte gebraucht und das ist jetzt die erste Nacht. Ich hoffe, wir können unsere Lamas gut verteidigen. Okay, alle da. Noch Osten, okay, passt. Richtung ist richtig. Da links sind Skelette, wir gehen ein bisschen nach rechts. Okay, sind noch alle da. Da ist Licht, da ist Lava. Da gehen wir also ein bisschen links lang. Alle da. Im Dschungel wird es dann wieder lustig. Oh Mann. Ich hoffe, die überleben das. Nicht, dass sie hier irgendwie runterspringen oder so. Oh, sie haben es überlebt. Okay, sind noch alle da? Okay, das ist Eichenwald. Immer noch so viel. Au. Sehr schön.